Ja, herzlich willkommen in dieser gemeinsamen Yoga-Gruppe, dass du mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich bin Tobias von Yoga Privé und damit Namaste. Willkommen. In dieser Yoga-Klasse heute möchte ich mit dir recht knackig einen Weg in die Mitte des Körpers gehen. Wir werden dort uns zentrieren, also die Core, Rumpf und Rückenmuskulatur stabilisieren. Auch ein bisschen mehr die Bauchdecke verarbeiten, um da ein Gefühl von Kraft und Stabilität zu erzeugen. Und gehen auch in dieser Yoga-Klasse in recht intensive Drehhaltungen hinein, sodass wir also die gesamte Körpermitte mobilisieren, bearbeiten, zum einen kräftigen, es gibt dem Rücken mehr Stabilität, es stärkt auch den unteren Rücken und es zentriert die Bauchmuskulatur. Und zum anderen gehen wir dann in Drehungen, um die Mitte aus der Kraft wieder zu mobilisieren und sie dynamisch und mobil werden zu lassen. All das soll dir viel neuen Schwung für die Zeit, die vor dir liegt, geben. Lass uns also gemeinsam beginnen. Als Hilfsmittel brauchst du eigentlich nichts Besonderes, eine Yogamatte, ein Sitzkissen, vielleicht noch zwei Yogablöcke. Und achte immer darauf, dass du dich wohlfühlst, dass du also auch eine innere Lehrperson hast, die dich begleitet. Mach das mit, was dir gut tut, lass das aus, was dir nicht gut tut. Und ja, hab viel Freude dran, dich zu entdecken und Yoga zu praktizieren. Ich wünsche dir viel Freude. Lass uns im Vierfüßler beginnen. Gut, wenn du im Vierfüßler angekommen bist, dann mobilisieren wir zunächst die Handgelenke. Da bitte ich dich einmal so ein klein bisschen mit den Schultern vor und hinter die Handgelenke zu wechseln. Dich also vor und zurück zu schieben. Mach das nach vorn, soweit es dir gut tut, sodass die Handgelenke sich an diese Bewegung gewöhnen, denn wir brauchen sie heute. Wir werden heute etwas mehr auf den Handgelenken gestützt sein. Gut, dann beginn bitte Kreise über die Handgelenke zu machen mit dem Brustkorb. Ja, auch hier so angenehm wie möglich. Beobachte dabei, wie das Gewicht sich auf den Händen und Handflächen verlagert. Und wechsel die Richtung. Gut, dann lande wieder in der Mitte über den Handgelenken mit den Schultern. Drehe die Arme auswärts, sodass die Fingerspitzen zu dir zeigen. Und bring abwechselnd ein bisschen mehr Gewicht auf die Handballen. Falls dir das zu intensiv sein sollte, dann kannst du die Fingerspitzen auch zur Seite drehen beispielsweise. Gut, achte darauf, dass du nur das machst, was sich gut anfühlt. Wenn sich das für dich bequem anfühlt, dann kannst du beispielsweise die Ellenbogen, also immer abwechselnd, ein bisschen beugen und wieder etwas mehr strecken. Und dann komm bitte wieder zurück. Orientiere die Fingerspitzen nach vorn und verlagere Gewicht auf eine Hand, um die andere Hand mal so ganz locker auszuschütteln. Dann die andere Hand. Okay, dann komm wieder an. Die Finger weit auffächern, bring auch ein bisschen mehr Gewicht auf die Fingergrundgelenke und auf die Fingerkuppen. Übrigens, wenn die Handgelenke diesen fast 90-Grad-Winkel nicht so sehr mögen, du kannst dann auch die Hände etwas vor die Schultern orientieren. Das ist genauso gut, das ist sogar noch angenehmer für die Handgelenke. Okay, wir machen im Schulterbereich weiter. Ich bitte dich, in die Schultern zu kreisen. Das ist schon manchmal die erste Herausforderung, wie kreise ich denn hier mit den Schultern überhaupt, wenn das jetzt nicht so wirklich funktioniert, diese Koordination zwischen Kopf und Schultern, dann beweg sie einfach ganz locker durch die Schultern. Gut, jetzt tauch bitte in den Schultergürtel nach unten ein, sodass du spürbar die Schulterblätter zueinander schiebst und dir dort vorstellst, du hältst den Stoff deines T-Shirts mit den Schulterblättern eingeklemmt. Lass die Arme gestreckt dabei. Jetzt schieb dich aus dem Schulterbereich nach oben. Dadurch ziehen die Schulterblätter auseinander und zwischen den Schulterblättern dehnt sich etwas auf, sogar der Stoff deiner Kleidung.
Schieb dich da in diesem Raum noch ein bisschen höher und drück die Hände nach unten in den Boden. Und das machen wir abwechselnd. Tauch wieder weich in den Schultergürtel ein, schieb die Schulterblätter zusammen und heb dich dann wieder aus innen heraus nach oben, schieb die Schulterblätter auseinander. Und mach das schön weich. Lass die Arme dabei gestreckt, lass den Rücken lang. Also es kommt gar nicht drauf an, ob du ihn rund oder nicht rund machst. Lass ihn eher lang. Gut, dann lande wieder neutral, also nicht ganz eingesunken in den Schulterbereich, aber auch nicht ganz maximal herausgeschoben, eher so eine goldene Mitte. Und runde den Rücken, roll dich in den Katzenbuckel ein, heb den Bauchnabel nach oben, heb die Flanken hoch, heb dich aus den Schultern wieder heraus, drück die Hände nach unten, roll den Kopf ein, bring den Blick Richtung Oberschenkel oder Richtung Becken. Der Katzenbuckel. Jetzt gleite in den Pferderücken, entspann die Bauchdecke, tauch mit dem Bauchnabel ein, tauch mit dem Schulterbereich ein, heb den Blick nach vorn, deine Rückbeuge und wieder zurück in den Katzenbuckel, Bauchnabel heben, Flanken heben, aus den Schultern herausschieben, den Kopf einrollen und in den Pferderücken gleiten. Die Wirbelsäule taucht nach unten ein, du tauchst in den Schulterbereich ein, hebst das Brustbein nach vorn, bringst den Blick nach vorn. Ausatmen, roll dich in den Katzenbuckel ein. Und einatmend gleite in den Pferderücken. Mach das noch 4, 5 Runden. Finde eine gute Verbindung mit der Atmung und lass dich von ihr durch die Bewegung leiten. Gut, wenn du wieder neutral angekommen bist, an einem langen Rücken, dann beende diese kleine erste Übung. Wir gehen etwas mehr in die Kraft der Körpermitte. Du kannst dafür die Füße ablegen, wenn du mehr die Fußrücken dehnen möchtest, oder die Füße aufstellen, wenn das für dich angenehmer ist, denn wir werden jetzt die Knie ein kleines Stück heben. Drück dafür die Hände in den Boden, zieh den Bauchnabel nach innen und im Ausatmen nimmst du die Knie ein kleines Stück an. Wie gesagt, wenn das in den Fußrücken jetzt sehr intensiv dehnt, dann komm nochmal mit den Knien zurück und stell die Füße auf und heb dann die Knie wieder hoch. Spür dich hier in dieser Kraft. Drück die Hände kraftvoll in den Boden. Erfahr die Mitte deines Körpers, die sich jetzt zentriert. Erfahr das Atmen. Verweil noch 2, 3 tiefe Atemzyklen. Lass es ruhig ein bisschen vibrieren. Und dann senk die Knie wieder zurück. Und mal ganz locker bewegen, vielleicht auch ganz kreativ. Einfach so, dass sich Spannungen löst. Mobilisiere noch einmal die Handgelenke. Wir machen diese Übung noch einmal so ähnlich. Du kannst wieder die Füße aufstellen oder die Füße ablegen. Den Bauchnabel einsaugen und im Ausatmen die Knie ein kleines Stück anliften. Hände drücken nach unten, atme und komm nochmal mit dem Schulterbereich nach unten, tauch in den Schultergürtel ein und schieb dich dann wieder heraus nach oben. Ja, so 3, 4 Mal noch. Lass es ruhig ein bisschen vibrieren in den Armen oder in der Körpermitte, aber finde eine tiefe Atmung. Gib ihr Raum. Gut, und dann löst wieder auf, senk die Knie zurück und komm für einen Moment in die Position des Kindes. Leg dich auf die Oberschenkel ab, lass die Arme weich nach vorn ausgleiten und bring die Handrücken zur Yogamatte nach unten. Das entspannt die Handgelenke. Du kannst da gerne mal die Finger bewegen, die Hände und Handgelenke mobilisieren und ein paar tiefe Atemzüge in den Rücken genießen. Gut, bring die Hände wieder zur Yogamatte, fächer die Finger auseinander und komm mit einem Rundrücken nach oben in den Katzenbuckel. Gleite dann in den Pferderücken, stell die Füße auf, schieb dich in den abwärts schauenden Hund, drück die Hände in den Boden runter, zieh deine Hüfte nach hinten hoch und lass die rechte Ferse tiefer Richtung Boden sinken, während du das linke Knie anbeugst. Spür die Dehnung in der rechten Beinrückseite. Dann wechsel, senk die linke Ferse tief und heb die rechte höher. Erfahr auch hier die Dehnung. Dann heb beide Fersen nach oben. Komm recht nah mit dem Oberschenkel
und dem Oberbauch und dem oberen Bauchbereich zueinander. Schieb dich an den Oberschenkeln entlang nach hinten hoch mit den Sitzbeinen. Und jetzt senk beide Fersen wieder ein bisschen tiefer, ohne von der Länge des Rückens zu verlieren. Also wenn du rund wirst im Rücken, dann beug nochmal die Knie an, schieb deine Sitzbeinhöcker nach hinten hoch, streck die Flanken, lass den Rücken so lang und senk die Fersen wieder tiefer. Atme in diese Dehnung. Streck dich noch einmal ausatmend ganz lang, schieb die Hände in den Boden, zieh die Sitzbeine hoch, senk die Fersen. Einatmen, roll nach vorne in den hohen Liegestütz in Chaturasana. Ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Einatmen in Chaturasana nach vorn rollen, ausatmen in Adho Mukha Svanasana nach hinten wieder zurückschieben. Nochmal einatmen nach vorn, ausatmen zurück. Letzte Runde für hier, einatmen nach vorn, der hohe Liegestütz, Chaturasana. Bleib hier und tauch nochmal im Schulterbereich nach unten ein, schieb die Schulterblätter zusammen und dann heb dich kraftvoll nach oben raus, drück die Hände nach unten. Noch 4-5 Mal. Das kann ruhig jetzt wärmer werden. Kann auch wieder vibrieren, aber atme. Letztes Mal. Schieb dich dann aus den Schultern weit nach oben, spann das T-Shirt auf und dann leg dich zur Erde nach unten ab. Gut, mobilisier nochmal die Handgelenke. Wenn du den unteren Rücken entlasten möchtest, dann schüttel dein Becken locker nach rechts und links aus. Lass die Schultern auch nochmal locker sich bewegen dürfen. Und dann positionier deine Hände ein kleines Stück nach hinten an die unteren Rippen, sodass die Hände unter den Ellenbogen ankommen. Drück die rechte Hand in den Boden und schraub dich nach rechts auf. Du kannst nach rechts oder Richtung Schulter schauen. Wenn du ausatmest, dann leg dich zurück in die Bauchlage. Einatmen, linke Hand drückst du nach unten, schraub dich nach links auf, Blick vielleicht Richtung Schulter. Ausatmen, kommst du zurück. Dreimal noch jede Seite. Oh, mach das für den Rücken angenehm. Ja, es geht trotz dessen, dass wir heute etwas energetischer sind in dieser Stunde, es geht nicht darum, dir was aufzuzwingen, sondern immer mit einem guten Gefühl für dich selbst, angenehmen Gefühl für den Rücken, hier in diese Bewegung zu kommen. Wenn du das nächste Mal aus der linken Seite wieder auflöst in die Bauchlage, dann bleib dort. Schiebe dein Steißbein nach hinten, roll beide Schultern über oben nach hinten zurück, zieh die Hände ein kleines Stück nach hinten, so dass du, wenn es glatt wäre, auf der Matte nach vorn rutschen würdest. Atme ein, roll dich nach vorn hoch in die Cobra, atme aus, senk dich wieder tiefer. Nochmal einatmend in die Cobra, du kannst gern die Beine mit anheben und lang machen. Ausatmen, leg dich wieder zurück in die Bauchlage. Nochmal einatmen, heb dich hoch, heb dein Brustbein, eventuell auch die Beine, bleib hier für 3-4 Atemzüge. Heb die Innenseiten deiner Oberschenkel hoch, schaff viel Abstand zwischen den Fußspitzen und deinem Brustbein. Streck dich also auseinander und im Ausatmen senk die Beine, senk den Brustkorb zurück. Einatmen, nur den Brustkorb heben, komm hoch in die Cobra. Ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, läufst du mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Und ausatmen, entspann dich in eine ganz weiche Vorbeuge. Du kannst dir gerne die Knie anbeugen. Das ist die erste Vorbeuge dieser Stunde. Also übertreib es nicht. Lass lieber die Knie gebeugt. Also schaffst du eine gute Nähe zwischen dem Bauch und den Oberschenkeln. Dass du nicht, wenn du die Beine streckst, nicht irgendwie so rund da hängst, sondern eher die Knie beugst, das Becken nach vorn kippst und den Oberkörper entspannst. Verweil hier noch 3-4 Atemzyklen. Du kannst gern die Unterarme verschränken, die Ellenbogen greifen und bei diesem Zusatzgewicht dich noch weicher nach unten schmelzen lassen. Nutze auch kleine Bewegungen, die dir gut tun. Und dann stützt die Hände auf die Oberschenkel, komm in die Hocke, Utkatasana, und such dir hier schöne Bewegungen, die dir wohltun. Vielleicht hast du so einen Bereich, eine Struktur im Körper,
die sich freut, wenn sie sich mal wieder bewegen darf. Und vielleicht auch im Schulter-Nacken-Bereich. Gut, dann komm langsam nach oben in den Stand. Schüttel gerne nochmal die Arme aus, schüttel die Schultern locker aus. Und komm in den vorderen Teil deiner Yogamatte. Bring hier die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander und beug die Knie ein wenig an, tauch mit den Händen Richtung Knie ein und jetzt ziehst du dich über vorne wieder hoch in den Stand. Streck die Arme weit nach oben aus, dann breite die Arme zur Seite aus, beug die Knie ein bisschen an und neig dich nach vorne in die Vorbeuge, in Uttanasana. Jetzt kommst du in die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Streck den Rücken nach vorn, bring die Hände mal gegen die Beine, egal ob Oberschenkel oder Unterschenkel. Drück mit den Händen gegen die Beine und zieh dich ein bisschen weiter dadurch mit dem Scheitel nach vorn. Schaff dir mehr Länge im Rücken. Atme ein, streck dich weiter. Atme aus, entspann dich ganz weich in die Vorbeuge nach unten. Jetzt den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen. Ein großer Schritt. Lass dein Becken tiefer sinken. Heb vor allem mit dem Blick nach vorn. Spür die Dehnung im rechten Oberschenkelbereich. Und dann komm auch mit dem linken Fuß nach hinten. In den abwärts schauenden Hund, schiebt das Becken hoch, senkt die Fersen tiefer. Dann setzt die Knie mit runden Rücken nach unten ab, komm in den Katzenbuckel. Gleite weiter in den Pferderücken und leg dich in die Haltung des Kindes nach unten ab. Komm wieder nach oben in den Katzenbuckel, schon weich werden in der Bewegung. In den Pferderücken übergleiten, dann der abwärts schauende Hund, Hände schieben nach unten, Flanken werden lang, Hüfte schiebt hoch, Fersen senken sich. Roll dich nach vorne, den hohen Liegestütz, Chaturasana. Senk die Ellenbogen, senk den Oberkörper, den tiefen Liegestütz, Chaturanga. Dann leg dich ab, roll die Schultern zurück, zieh dich nach vorn, hoch in die Cobra und schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Wir machen wieder mit rechts weiter, setz den rechten Fuß nach vorn und du kannst die rechte Hand kurz heben, dann kann manchmal der Fuß weiter nach vorn. Lass ja auch das Becken tiefer sinken, heb das Brustbein, heb den Blick nach vorn, spür die Dehnung im linken Oberschenkelansatz und dann zieh den linken Fuß nach vorn, komm in die Vorbeuge, Uttanasana. Dann richte dich auf, breite die Arme aus, streck dich nach oben hoch in den Stand, atme hier tief ein. Und dann atme aus, bring die Hände zurück zum Herz. Einatmen, tauch Richtung Knie ein. Komm über vorn hoch in den Stand. Ausatmen, verneig dich nach unten zur Erde. Einatmen, kommst du in die halbe Vorbeuge, streckst den Rücken und die Flanken nach vorn. Ausatmen, gleitet in die ganze Vorbeuge zurück nach unten. Jetzt mit links, mit dem Einatmen einen Schritt zurück. Ausatmen, auch rechts zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen, senkst du die Knie, komm in den Katzenbuckel, in den Pferderücken. Ausatmen, in das Kind. Einatmen, wieder hoch in den Katzenbuckel. Dann den Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Hände schieben nach unten, Hüfte zieht hoch, Fersen senken sich. Einatmen, roll dich nach vorn, hoher Liegestütz. Ausatmen, der tiefe Liegestütz oder die Bauchlage. Einatmen, in die Cobra. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, den linken Fuß nach vorn setzen. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn holen, die Vorbeuge. Einatmen, die Arme ausbreiten, komm hoch in den Stand. Ausatmen, bringen die Hände zum Herz. Einatmen, nochmal beginnen, eintauchen. Über vorn ziehst du dich hoch, die Arme neben oder hinter die Ohren. Ausatmen, entspann dich in die Vorbeuge nach unten. Einatmen, kommst du in die halbe Vorbeuge, mach den Rücken lang, streck auch ein bisschen mehr die Beine. Ausatmen, gleite in die ganze Vorbeuge zurück. Einatmen, rechter Fuß, ein großer Schritt zurück. Ausatmen, linker Fuß nach hinten. Abwärts schauender Hund. Einatmen, die Knie senken. Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen, streck dich in den abwärts schauenden Hund. Heb hier dein rechtes Bein nach hinten hoch. Drück die rechte Hand in den Boden, schieb die rechte Ferse weit weg und streck die rechte Seite so richtig, richtig lang. Senk für einen Moment auch die linke Ferse tiefer. Atme dich und arbeite dich in die Dehnung, die du spürst. Wenn du einatmest, dann komm in den hohen Liegestütz. Lass das rechte Bein gerne gehoben.
Ausatmen, leg dich langsam zur Erde. Auch hier das rechte Bein gern noch gehoben lassen. Einatmen, Schultern zurück, Steiß zurück, die Kobra. Zieh dein Brustbein nach vorn hoch. Ausatmen, Bauchnabel einsaugen. Schieb dich aus der Kraft der Mitte zurück in diesen einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Jetzt heb deine rechte Hüfte über die linke. Du drehst deine Hüfte auf. Lass das rechte Bein gestreckt. Heb es einatmen ein bisschen höher. Ausatmen für das rechte Knie zum linken Oberarm. Atme hier. Bauchnabel einsaugen. Zieh das rechte Knie ein bisschen höher zur linken Achsel und schieb dich zurück in diesen einbeinigen Hund. Rechtes Bein heben und nochmal ausatmen. Rechtes Knie zum linken Oberarm. Vielleicht ein bisschen höher ziehen. Einatmen und ausatmen. Wieder zurückschieben in den einbeinigen Hund. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, zieh das rechte Knie zur Nasenspitze. Einatmen und ausatmen. Stell den rechten Fuß zwischen den Händen auf. Gut. Hol den rechten Fuß eine Fußbreite nach außen. Beginne eine Drehung. Lass die linke Hand unter der linken Schulter geerdet. Du kannst das Handgelenk entlasten, wenn du eine Faust machst oder dir einen Yoga-Block greifst und den Yoga-Block drückst. Bring den rechten Arm über die rechte Seite hoch. Gut. Der Blick, du kannst gern nach unten schauen zum Boden oder nach rechts schauen oder dem rechten Arm nach oben folgen. Wenn du einatmest, dann zieh dich aus der linken Schulter, aus dieser unteren Schulter heraus, zieh dich ein bisschen höher. Wenn du ausatmest, lehn dich mit dem Schulterbereich nach hinten an. Atme. Versuche in dieser Yoga-Praxis eine Trennung zu machen zwischen den Herausforderungen des Körpers und dem genüsslichen Atmen. Also auch wenn der Körper aktiv ist, sich abarbeitet, kann trotzdem die Atmung sich befreien und tiefer werden. So, jetzt bring den Blick bitte nach unten zum Boden. Drück den rechten Fuß in den Boden. Drück, drück, drück. Und zieh dich mit dem rechten Arm langsam hoch. Ganz langsam richtest du dich auf. Breitest die Arme auseinander. Linker Arm ist vorn, rechter Arm ist hinten. Der Oberkörper dreht nach rechts auf. Zieh auch den Bauchnabel ein bisschen nach rechts an. Und lass dein Becken gerne etwas tiefer sinken. Während der Oberkörper leicht wird und sich hebt. Jetzt senk deine hintere, deine rechte Hand entweder an den Rücken, an das Gesäß oder zum linken Oberschenkel. Dreh den linken Arm auswärts und streck den linken Arm hoch. Wenn du einatmest, dann verlängere die linke Seite ein bisschen mehr. Wenn du ausatmest, lehn dich ganz sanft nach rechts zurück. Hör, du drehst dich ein bisschen nach rechts und lehnst dich zurück. Es geht dir darum, diese körperliche Stärkung in der linken Seite zu erfahren. Nutz das als Atemraum. Atme nach links. Die linke Seite in all ihre Größe. Gut. Noch 2, 3 Atemzyklen. Und dann komm langsam wieder zurück. Richte dich auf, breite die Arme aus und dreh den gesamten Oberkörper nach vorn. Einatmen, der erste hält. Bring die Arme nach oben. Ausatmen, lass das Becken tiefer sinken, lehn die Arme ein wenig zurück, neben oder hinter die Ohren. Einatmen, hebst du dein Brustbein nach oben hoch. Gut, wir drehen jetzt den gesamten Oberkörper nach links, breiten die Arme wieder aus. Und jetzt setzt du deinen linken Fuß, die linke Ferse nach innen ab. Ja, das ist der zweite Held. Das rechte Knie leicht beugen, linkes Knie streckst du. Linke Ferse ist am Boden. Du kannst das linke Bein so drehen, dass die Außenkante parallel zur hinteren Mattenkante zeigt. Oder das linke Bein ein bisschen einwärts drehen. Im Ausatmen das Becken senken. Im Einatmen die Flanken lang machen. Den Brustkorb leicht werden lassen. Bring den Blick über den rechten Arm nach vorn. Atme. Schenk die Atmung wieder dieses freie, feine Gefühl. Und dann senk die linke Hand
an dein Bein. Nutze das Bein als Stütze. Dreh jetzt den rechten Arm auswärts und streck ihn nach oben. Strecken jetzt die rechte Flanke. Nochmal einatmen, zieh dich hoch in der rechten Seite. Ausatmen, lehn dich nach links zurück und gib der rechten Seite eine große, weite und lange Erfahrung. Lass da auch die Atmung jetzt nach rechts strömen, den rechten Teil des Brustkorbs. Na, der Blick vielleicht vor dem rechten Arm hoch. Finde Ruhe mit der Atmung. Und komm langsam wieder zurück, richte dich auf. Einatmen, zieh dich weit nach vorn. Ausatmen, streck dein rechtes Bein, bring die rechte Hand nach unten auf das Bein und den linken Arm nach oben. Das Dreieck, Trikonasana. Immer wenn du einatmest, dann zieh dich auseinander, streck dich lang. Und wenn du ausatmest, dann saug den Bauchnabel nach innen. Die rechte Hand ist deine Stützhand. Du kannst dich hier gut fokussieren, gut aufstützen, um den Rumpf und die seitliche Muskulatur zu entlasten. Du kannst aber genauso gut auch gerne die Hand an die Innenseite des Beins drücken und dann hast du mehr Möglichkeit, dich zu dehnen und dich zu drehen. Nochmal zwei, drei Atemzyklen. Mit dem nächsten Einatmen zieh dich über den linken Arm langsam hoch, richte dich auf. Ausatmen, beug dein rechtes Knie, zieh dich mit dem rechten Arm weit nach vorn. Einatmen, stütze dich mit dem rechten Unterarm am Knie, am Oberschenkelansatz auf. Und ausatmen, streck den linken Arm über dem Kopf nach vorn aus. Streck die gesamte linke Seite deines Körpers in die Länge. Und lass diesmal die rechte Seite genauso lang werden. Atme in die Länge. Immer einatmen, streckst du dich. Ausatmen, Bauchnabel ein bisschen einsaugen. Wenn du mehr Aktivität möchtest, dann kannst du gern auch ausatmend den rechten Arm parallel zum linken bringen. Die Kraft deiner Körpermitte hier nutzen. Nochmal einatmen, auch den rechten Arm weit wegschieben. Ausatmen, bring beide Hände zum Boden. Schwing dich zurück in den Hund. Einatmen, senk die Knie. Komm in den Katzenbuckel. Gleite in den Pferderücken. Ausatmen, leg dich in das Kind. Einatmen, schwing dich hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund. Drück die linke Hand in den Boden, heb dein linkes Bein nach hinten hoch. Mach die linke Seite ganz lang, weil du die linke Hand in den Boden schiebst und die linke Ferse weit weghebst. Lass für einen Moment auch die rechte Ferse tiefer sinken. Atme dich in die Dehnung. Einatmend, komm vor in den hohen Liegestütz, Bauchnabel einsaugen. Ausatmend, den Weg nach unten, das linke Bein gern gehoben lassen. Einatmend, steiß zurück, Schultern zurück, die Cobra. Ausatmend, aus der Kraft der Körpermitte in den einbeinigen, abwärts schauenden Hund zurückschieben. Hebe deine linke Hüfte über die rechte hoch. Atme weiter. Hebe im Einatmen dein linkes Bein ein bisschen höher. Ausatmen, zieh das linke Knie zum rechten Oberarm. Einatmen und ausatmen. Einatmen, das linke Knie ein bisschen höher zur rechten Achsel. Ausatmen, schieb dich zurück, dieser einbeinige Hund. Atme ein, streck dich lang. Ausatmen, nochmal linkes Knie zum rechten Oberarm. Dynamisch jetzt einatmen, Knie an die Achsel heranziehen. Ausatmen, wieder ausstrecken in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, zieh das linke Knie zur Nasenspitze. Atme hier ein und atme aus, setz den linken Fuß nach vorn auf. Ich wechsle kurz die Richtung, damit du mich dann besser sehen kannst. Setz den linken Fuß eine Fußbreite nach außen. Stütz die rechte Hand unter der rechten Schulter gut ab. Bring den linken Arm über die Seite nach oben, den Blick nach unten zur Seite oder hoch. Einatmen, stütze dich von der rechten Schulter heraus. Ausatmen, lehn dich weich nach hinten an. Atme und vereine die Atmung mit einem Wohlgenuss.
Dann nimm den Blick wieder nach unten. Linker Fuß drückt in den Boden. Zieh dich langsam hoch, ganz langsam. Mit ganz viel Kraft richtest du dich auf. Hol die Kraft aus der Erde. Zieh sie in die Mitte deines Körpers. Und streck die Arme aus. Zieh den Bauchnabel ein bisschen nach links hoch. Dann senk die hintere, die linke Hand entweder zum Gesäß oder zum rechten Oberschenkel. Dreh den rechten Arm auswärts und dann atme ein, zieh dich hoch. Atme aus, dreh dich ein bisschen nach links auf und lehn dich zurück. Gib der rechten Seite ganz viel Raum, ganz viel Weite. Nutz das auch als Atemraum. Hinteres Knie kannst du leicht beugen, um ein bisschen Druck aus dem unteren Rücken zu lösen. Gut, dann komm langsam wieder zurück, breite die Arme aus, rechter Arm ist vorn, dreh dich nach vorn, breite die Arme zur Seite aus und mit dem Einatmen heb die Arme nach oben, zieh beide Flanken deines Körpers in die Länge, atme aus, setz das Becken ein bisschen tiefer und lehn die Arme nach hinten an. Einatmen, heb dein Brustbein hoch in diesem ersten Helden. Hol ganz viel Kraft aus dem Boden und aus deiner Mitte deines Körpers. Wir nutzen die Mitte, drehen uns wieder zurück nach rechts, breite die Arme aus, dreh dich nach rechts, setz die rechte Ferse hinten auf, den Fuß flach. Der gesamte Oberkörper rotiert nach rechts. Hintere Fuß entweder mit der Fußenkante parallel zum kurzen Mattenbereich oder du drehst das hintere Bein ein bisschen einwärts, lass das Bein gestreckt, beug das linke Knie dafür angenehm an. Schieb den Steiß nach unten, saug den Bauchnabel ein, verlängere die Flanken, wenn du einatmest. Und wenn du ausatmest, nimm die rechte Hand nach unten, an das Bein, einatmen, linke Arm auswärts drehen, nach oben ziehen und ausatmen, lehn dich weich nach rechts zurück. Schenk der linken Seite eine wunderbare Dehnung jetzt. Schick das Atmen dorthin. Nach 2, 3 Atemzyklen wir kommen aus dieser Seitbeuge wieder zurück, richte dich auf, breite die Arme aus, dann streck dein linkes Bein, drück den Fuß in den Boden, zieh dich mit dem Einatmen weit nach vorn, weit nach links, ausatmen, lass den linken Arm senken und streck den rechten Arm nach oben hoch, das Dreieck. Immer wenn du einatmest, erinnerst du dich daran zu wachsen, in die Größe, in die Länge. Und wenn du ausatmest, definierst du die Mitte deines Körpers, saugst den Bauchnabel ein bisschen ein und schließt weich den Beckenboden. Der Blick auch hier, entweder nach unten, nach rechts oder dem rechten Arm nach oben folgen. Wenn du mehr in der Drehung und mehr in der Kraft des Rumpfes arbeiten möchtest, dann bring die linke Hand mit dem Handrücken an die Innenseite deines linken Beines, drück hier leicht dagegen und dann dreh dich weiter auf. Noch 2, 3 Atemzyklen. Jetzt stell dir vor, du ziehst dich mit dem rechten Arm ganz weit nach oben, richte dich wieder auf in diesen zweiten Helden, atme ein und ausatmen, linkes Knie beugen, zieh dich einatmen nach vorn, ausatmen, stützt den linken Unterarm am Oberschenkelansatz auf und einatmen, streckt den rechten Arm von dir weg über den Kopf. Streckt die gesamte rechte Seite deines Körpers in die Länge. Immer wenn du einatmest, ziehst du dich ganz lang. Wenn du ausatmest, näherst du die Mitte deines Körpers, indem du den Bauchnabel nach innen führst und den Beckenboden sanft schließt. Auch hier, wenn du mehr Kraft, mehr Aktivität in der Rumpfmuskulatur wünschst, dann kannst du mit dem nächsten Ausatmen den linken Arm parallel zum rechten heben. Zieh auch hier die linke Seite lang, genauso wie die rechte. Atme dich in diese Kraft, in diese Länge, die aus der Mitte des Körpers sich entfalten kann. Mal einatmen und ausatmen, die Hände zurück zum Boden, Schritt zurück in den Hund. Einatmen, senkt die Knie. Komm in den Katzenbuckel, in den Pferderücken.
Ausatmend in die Position des Kindes. Wir bleiben in einer weichen Bewegung. Einatmen, roll dich auf in den Katzenbuckel. Glatte in den Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmend, der Liegestütz. Bleib hier. Drück die Hände in die Erde. Heb dich aus den Schultern heraus nach oben. Und verweil. Wir schauen uns nochmal diesen Unterschied an zwischen dem Körper, der jetzt arbeitet, der immer mehr zu tun hat, der immer mehr gefordert ist, und der Atmung. Auch wenn der Körper sehr aktiv ist, sehr zentriert ist, sehr kraftvoll ist, kann die Atmung frei sein. Versuch das zu entdecken. Diese Dualität zwischen der Kraft des Körpers und dem weichen, tiefen Atemfluss. Auch wenn der Leib jetzt vibriert sicherlich oder sehr warm ist oder sehr herausgefordert ist, muss die Atmung nicht fest werden. Versuch sie zu entspannen. Atme weich, atme tief. Noch 2, 3 Atemzyklen. Und dann leg dich den Weg nach unten ab. Nutz die Hände als Kissen für die Stirn oder eine Wange der Wahl. Genieß ein paar Momente ganz für dich. Genieß das Atmen, genieß dich selbst. Genieß den Augenblick. Spür, wie die Spannung sich löst, das Atmen sich verfeinert, dein Herz sich beruhigt. Dann winkel die Knie an, sodass die Füße nach oben zeigen und beginne mit den Beinen in Ruhe nach rechts und links zu pendeln. Gönn dir diese schöne, weiche Drehung im unteren Rücken. Dann komm zurück zur Mitte, leg die Füße wieder zur Erde zurück, stütz die Hände an die Seiten deines Körpers, an die Seiten deiner Rippen, einmal noch in die Kobra oder den aufwärts schauenden Hund, atme hier ein und ausatmen, letztes Mal der abwärts schauende Hund, streck dich lang, genieß den Moment, genieß das Atmen in den Rücken und gern noch kleine Bewegungen, die sich jetzt wohlig anfühlen. Ruhig mal 2, 3 tiefe Atemzüge genießen. Und dann senk die Knie zurück zur Erde. Wenn möglich, dann setz dich gern zur Seite und bring die Beine nach vorn. Oder such den anderen Weg aus, um mit den Beinen nach vorn zu kommen. Ein Drehsitz, du stellst den rechten Fuß auf, legst den linken ab und schiebst die linke Ferse von dir weg. Lass dein Becken schwer werden, bring die linke Hand an das rechte Knie, den rechten Arm mit einem Bogen hinter dir zur Erde, stütz dich da gerne gemütlich auf, atme aus, lass dein Becken sinken und atme ein, richte dich ein bisschen auf und wenn du ausatmest, dreh dich nach rechts. Wenn du einatmest, stell dir immer vor, du richtest dich auf, du wächst nach oben heraus. Und wenn du ausatmest, wird ein bisschen weicher in der Drehung. Wie nimmst du deinen Körper jetzt wahr? Besonders deine Körpermitte, die wir zentriert haben. Ziehe den Bauchnabel sanft ein bisschen nach rechts hoch. Nutz diese stabile Mitte, um dich ein bisschen weicher im Oberkörper aufzudrehen. Und dann komm wieder zurück, mach den rechten Arm über deinen Bogen nach vorn.
Leg das rechte Bein ab, schieb die Ferse weg, stell den linken Fuß auf. Die rechte Hand zum linken Knie, linke Arm macht einen Bogen zurück, stütze dich da gemütlich auf. Einmal ausatmen, lass dein Becken schwer werden. Einatmen, richte dich innerlich ganz sanft auf. Wenn du ausatmest, dreh dich nach links. Wenn du einatmest, schenk dir wieder diese Aufrichtung, diese innere Größe nach oben. Wenn du ausatmest, gib ein bisschen dieser Drehung nach und zieh den Bauchnabel nach links hoch. Über die Muskelspannung, die du dadurch aufbaust, wenn du den Bauchnabel nach links hochziehst, definierst du ein bisschen mehr diesen Bauchcontainer, also diesen Rumpfbereich, und stabilisierst über die Bauchdecke, die Bauchorgane und sogar den unteren Rücken. Und aus dieser Stabilität, aus dieser Sicherheit, kannst du den Oberkörper, den oberen Rücken noch ein bisschen weicher drehen lassen. Noch 2, 3 Atemzyklen. Gut. Dann bring den linken Arm wieder nach vorn, leg das linke Bein ab. Zieh gern die Gesäßmuskeln ein bisschen nach außen, damit dein Becken bewusster den Boden berühren kann. Schieb beide Fersen weg, drück die Kniekehlen nach unten, richte dich im Oberkörper auf, eine Vorbeuge, Parshvottanasana. Roll das Kinn Richtung Brustbein ein, der Kopf rollt sich ein, roll den Rücken nach vorne, als würdest du dich über einen großen imaginären Luftball auf den Oberschenkeln drüber rollen. Bring die Hände nach vorn, da wo sie gut ankommen, also Knie, Unterschenkel, Sprunggelenke oder Füße, je nachdem. Wenn du einatmest, dann zieh dein Brustbein ein bisschen nach vorn Richtung Füße, verlängert etwas den Rücken. Wenn du ausatmest, dann roll dich hier wieder weich zusammen. Wir rollen uns deswegen ein, um den gesamten rückseitigen Bereich deines Körpers gleichmäßig und angenehmer oder harmonischer zu dehnen. Denn wenn du nur den Rücken lang werden lassen würdest, würdest du die Dehnung im Rücken verlieren und nur die Oberschenkelrückseite dehnen. Und wenn der Rücken rund ist, nimmst du ein bisschen dieser Dehnungsspannung aus den Oberschenkelrückseiten heraus und führst sie dadurch harmonischer auch in den Rücken, diese Dehnung. Verweil hier auch noch 2, 3 Atemzyklen. Und dann roll dich langsam wieder nach oben auf. Stütz die Hände hinter dir auf, die Fingerspitzen entweder zu dir oder von dir weg. Zieh die Schulterblätter hinter dir zueinander. Saug ausatmend dein Bauchnabel nach innen und heb dein Becken nach oben in die Planke. Schieb dich da gerne mal ein bisschen vor und zurück. Du kannst auf den Fersen bleiben, du kannst aber auch die Füße flacher zum Boden bringen. Heb dein Becken hoch. Manche mögen es, den Kopf eher einzurollen, also nach vorn zu schauen. Andere mögen es, den Kopf weich zurückzulehnen. Atme, verweile. Drück die Hände nach unten, heb dein Becken angenehm hoch. Noch 2, 3 Atemzyklen. Gut, dann setz dein Becken langsam wieder zurück. Richte dich wieder auf. Bring die Hände zueinander. Streck die Hand Innenflächen von dir weg. Atme ein, zieh dich nach oben hoch, heb dein Brustbein hoch. Streck dich lang und dann atme aus. Bring die Hände zurück, schüttel gerne mal die Hände aus. Und komm mit mir zum Sitzen. Finde einen gemütlichen, einen bequemen Sitz deiner Wahl. Und wenn du den Sitz für dich gefunden hast, dann leg deine linke Hand in die rechte hinein. Das ist eine Geste, der wir den Geist sammeln. Du kannst die Augen schließen, wenn es sich anbietet. Das macht es leichter, die Aufmerksamkeit nach innen zu führen. Und
von den äußeren Eindrücken und dem, was da um dich herum ist, auch den Eindrücken, den Geräuschen, den Empfindungen, aber auch den Erwartungen, die die äußere Welt an dich heranbringt, dich davon ein bisschen zu lösen und einen heilsamen Abstand zu finden. Öffne lieber ein inneres Auge, das nach innen blickt, sodass eine nährende Verbindung zu dir selber entsteht und bekomme ein Gefühl für deinen Körper. Wie wirkt das, was wir in dieser Praxis gemacht haben, jetzt nach? Wo spürst du die Aktivität, die Kraft, die Wärme, die Stabilität deines Körpers? Finde das sowohl in deiner Mitte deines Körpers, also im Rumpfbereich, als auch im Kontakt deines Beckens zum Boden. Und dann beginn von dort, dich behutsam noch einmal aufzurichten. Du hast ja diese Sicherheit im Rumpf, diese Stabilität deiner Körpermitte, kannst dich dadurch umso weicher, umso bequemer aufrichten. Kannst aus diesem zentrierten, kraftvollen Gefühl wieder Länge und Wachstum integrieren. Diese Yoga-Praxis hat uns in die Mitte des Körpers geführt. Dort sitzt in vielen Traditionen das Selbst. Manche nennen es in der yogischen Qualität das Sonnengeflecht, das Energiezentrum, Sahasrara. Andere nennen es das Hara. Es ist für viele ein symbolischer Ort des Selbst, da wo das Selbst, die Seele, zu Hause ist. Wir haben uns mit dieser Praxis diesem Ort angenähert. Wir haben dort die Kraft verdichtet, haben aber auch Drehungen genutzt, um aus diesem zentrierten Gefühl wieder dieses Kraftvolle zu verteilen und etwas geschmeidiger, etwas lebendiger in der Mitte zu werden, um also Kraft und Lebendigkeit zu vereinen. Es ist sogar ein Ort, den die Atmung entdecken kann. Wenn du tiefer in den Bauch atmest, lass deinen Atemfluss in die Tiefe nach unten, in den Bauchraum sinken. Immer wenn du einatmest, kannst du dort spüren, dass die Bauchdecke sich entspannt. Der Bauchnabel sich sanft nach vorn wölbt. Und wenn du ausatmest, dann zieht der Bauchnabel sich wieder ein bisschen nach innen zurück. Die Bauchdecke spannt sich. Mit dem Einatmen entspannt sich die Bauchdecke, der Bauchnabel wölbt nach vorn. Das Zwerchfell zieht sich nach unten, Luft strömt ein. Wenn du ausatmest, zieht die Bauchdecke den Bauchnabel nach innen. Das Zwerchfell wölbt sich nach oben, Luft strömt aus. Vielleicht gibt es eine Qualität, die dich durch die nächsten Tage begleiten kann, weil sie dich nährt, weil sie dich trägt. Das kann ganz physisch sein, dass es der Sauerstoff ist, den du einatmest, der dir Energie und Kraft gibt. Der Sauerstoff ist die Quelle des Lebens. Vielleicht magst du aber auch was anderes aufnehmen, um es für die nächsten Tage anzureichern. Innere Ruhe, innere Stärke. Vertrauen zu dir selbst oder was ganz anderes, das dich trägt. Dann stell dir vor, du atmest das ein, nimmst es auf, auch in die Mitte deines Körpers, in den Bauchraum, atmest das alles dort hinein. Und wenn du ausatmest und sich das dort ein bisschen mehr verdichtet, dann verteile es
darüber deinem gesamten Körper. Atmest das, was dich für die nächsten Tage tragen und nähren kann, ein. Und im Ausatmen, in diesem Verdichten in deiner Mitte, verteilst du das gleichzeitig in alle Fasern deines Körpers. Mit dir diese Yoga-Praxis jetzt zu Ende führen. Du kannst dann gerne im Anschluss an dieses Video für dich selbst noch Yoga weiterführen und beispielsweise die Endentspannung Shavasana anschließen. Lass uns gemeinsam erst einmal diese Yoga-Praxis beenden. Bring dazu die Hände vor dem Raum deines Herzens zueinander. Yoga fordert uns manchmal etwas. Es fordert Kraft, es fordert Energie, es fordert einen Fokus, es fordert unsere Aufmerksamkeit. Aber es gibt viel von diesen Dingen wieder zurück. Es schenkt uns neuen Schwung für den Alltag, neue Kraft, neue Stärke, neues Vertrauen, mehr Körpergefühl, mehr Achtsamkeit, mehr Aufmerksamkeit uns selbst gegenüber und auch der Welt. Und ich wünsche dir das, was dich für die nächsten Tage tragen kann, dich dort auch begleitet und unterstützt. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du dann einatmest, dann breite die Arme aus, bring sie über einen weiten Bogen, über die Seite, über den Kopf zusammen, die Hände, und führe sie im Ausatmen zueinander vor die Stirn, dann vor den Mund und zurück vor das Herz. Nochmal, einatmend, breite die Arme aus, mach einen Bogen über die Seite nach oben. Und ausatmen, bring die Hände zueinander, vor die Stirn, vor den Mund, vor das Herz. Wenn es für dich sich gut anfühlt, dann verneig dich gern vor dir selbst mit einem Danke für die Zeit, die du fandest, das Vertrauen, das du dir und mir schenktest. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann lass uns gemeinsam die Augen wieder öffnen. Ich danke dir für diese gemeinsame Yoga-Praxis, wünsche dir viel Erfolg, viel Kraft und einen guten Schwung für die nächsten Tage. Danke, dass du mir deine Zeit schenktest. Bis zum Wiedersehen. Namaste.